Da steht das Ding, liebe Leute, wie vor einem Jahr. Und damit sage ich erstmal Moin aus der Werkstatt des Altmetalls. Hütte ist zerlegt, hier liegen jetzt die ganzen Bleche rum. Alle rausgenommen, hier hingepackt. Überliegen Bleche, da liegt noch Scheibenrahmen, da liegen die Radläufe. Und jetzt werde ich nach und nach die Hütte wieder zusammenbraten. Viele kleine Baustellen. Es wird, wie gesagt, nicht weniger, ob das hier so eine Spalten sind. Hier muss er angepasst werden. Hier passt es alles noch nicht. Hier oben kannst du durchgucken. Das sind jetzt die Dinger, diese Fummelecken. Aber die Seitenteile werde ich anschweißen. Die ganzen Bleche hinten. Ich weiß es noch nicht. Es war ja mal geplant, das alles schraubbar zu machen. So, ich habe es geschraubt, um sie rausnehmen zu können. Hier werden aber so viele Sachen angeschweißt. Die ganzen Endteile werden ja hier angebraten. Und somit macht das keinen Sinn, hier irgendwelche Schrauben zu haben. Die andere Seite halt auch. Und die Kiste, die wird weiter so bleiben. Die bleibt auch geschraubt. So kann ich es vernünftig lackieren, kann es vernünftig einbauen, auch von innen. Aber diese Bleche hier, die werde ich verschweißen. Genau. Armaturenbrett, so eine Kanten, das wird alles so ein bisschen plan geschliffen, dass dieser Überstand hier wegkommt. Da gehe ich mit der Flex runter, dann wird es geschweißt, wieder geschliffen. Das wird jetzt in der nächsten Zeit der Plan sein. Genau. Nebenher noch die Felgen montieren und mal gucken, was man hier an dem Rahmen schon alles abbauen kann, dass man hier schon mal anfängt, irgendwas zu zerlegen. Vielleicht schon mal vorbereiten, ein paar Schrauben rausmessen, was man alles neu braucht. Verdeckgestänge muss nachher noch komplett geschweißt werden. Das ist alles nur geheftet hier, diese Bereiche. Genau, es nimmt langsam Form an. Ja. Ich werde hier meine Supernahrung kurz essen. Ja, ist keine Werbung, ist mein Essen. In der Werkstatt, mit dem Pott Nudeln. Gucken wir den ganzen Bums gleich mal ein bisschen an. Will man mal so einen kleinen Plan machen, wie ich das mache. Und dann geht das hier gleich weiter. Im Text. Mit Vollgas.
So, weiter geht's mit den Aufstiegen. Auch hier ist nicht einfach nur Randschrauben angesagt. Hier drin ist ja das Winkelprofil und ja, da haben wir gleich mal einen Durchgang für bauen. So, hier mal ein bisschen anzeichnen. Ja. So. Jetzt nicht nur einfach zusammenstecken und alles zusammenbraten. Ne, die werden von unten hier durchgeführt. Und hier ist jetzt ein Winkel. Ich kann es natürlich hier einfach mit der Flex rein und die Ecke rausschneiden, aber das finde ich jetzt nicht so geil, weil dann ist wieder ein Loch mehr drin. Und dementsprechend bohre ich jetzt die hinteren Löcher, zeichne das an und dann wird dieses einfach nur ausgeklinkt. Na, mal gucken, wie viel das ist. Und ja, mal gucken. Mal sehen. Vielleicht hier mit der Flex rein, mit dem Fräser ein bisschen rund machen, vielleicht vorbohren, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt immer die Löcher hinten bohren. Die Durchgangsbohrung, um eine feste Position zu haben. Da sind die Aufstiege auch dran. Weil nachher, wenn die Seitenteile dran sind, komme ich hier nicht mehr ran. Also man muss sich jetzt schon so ein bisschen Plan machen, was zuerst kommt. Na, die Front ist, glaube ich, fertig. Na, die ist jetzt fertig. Das läuft ja auch alles schön parallel. Na, die Seite, na, wie gesagt, Original ist Original, Nachbau ist Nachbau. Da müssen wir und wollen wir nicht drüber reden. Ich gebe ja weiterhin größte Mühe, den Krempel vernünftig hinzukriegen. Und ja, mehr kann man nicht machen. Genau. Wenn der Kleiderradarstange ist, hier oben werde ich wahrscheinlich noch ein, zwei Hefte dazwischen setzen, dass wir hier schon mal ein bisschen Stabilität reinkriegen. Dann werde ich, glaube ich, die Seitenwände anbraten. Ja, da werde ich hier die Dinger anschweißen. Und werde da mal einen Test machen, wie das funktioniert mit der Schweißzange, optisch ein dünnes Blech an diesen 5 mm Winkel ranzukriegen. Da muss ich mal gucken. Aber da sind wir noch nicht. Ich bohre jetzt erstmal Löcher. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin glücklich. Alles sehr gut funktioniert bislang. Echt, das ist schön. Guck mal, Aufstiege haben wir auch. Top, das ist gut. Sehr gut, sehr, sehr gut. Zerlegen geht natürlich mal sehr schnell, wenn da nur Klegos dran sind. Den ganzen Krempel jetzt nach und nach zusammenbauen. Guck mal, hier fehlt noch eine Schweißnaht. Ist nur geheftet. Sowas halt, ne? Die Bolzen anschweißen fürs Verdeck. Bleche kommen alle wieder raus. Dann schleife ich die Punkte sauber, wo wir schweißen. Hier kommen noch Löcher rein, dass ich hier diese Wellen zubekomme. Auch hier, dass das Blech nicht so flext. Hinteren Bereich verschweißen und dann werde ich mich innen drin vorkämpfen. So ist der Plan. Fein, 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 echt. Und dann soll das hier in 8 Wochen schon anders aussehen. Also ich denke,
zwei Monate. So ist der Plan, dass da schon die Hütte eigentlich so gut wie lackierfertig ist. Ja. Dann, um von dieser Hütte nochmal wegzukommen. Okay, hier Staub. So, mach ich mal kurz das Licht aus. Dann werde ich kurz einen Schluck Kaffee trinken. Das ist mal ganz wichtig. Ohne dem geht nichts. Dann räume ich kurz hier den Schweißtisch auf. Das mache ich kurz fertig. Das ist nämlich auch schon wieder eine Katastrophe. Ich werde hier kurz die Späne wegfegen. Und dann möchte ich mit euch noch mal eine Glühkerze rausnehmen. Ja, jetzt habe ich das Licht ausgemacht, ist wieder dunkel, ne? Eine Glühkerze rausnehmen. Denn beim letzten Mal sprang er ja sehr schlecht an. Und da hat mich jemand angeschrieben und sagte, René, ich hoffe, du hast deine Glühkerzen nicht geschrottet. Das soll erstmal egal sein, weil kommen eh Schnellstartkerzen rein, ohne Vorwiderstand. So wie ich es im Deutz auch drin habe. Und die brauchen dann halt ein paar Sekunden, dann glühen die und dann springt die Bude auch an. Und die kann man dann halt so anklemmen, dass beim Starten die Glühkerze sogar noch mit stehen bleibt. Das heißt beim Orgeln, dass er noch mehr Leistung kriegt. Beim Deutz kann man nochmal nachziehen. Ne, wenn er nicht will, dann glüht man nochmal ein Stück vor und dann geht das. Hoffentlich ist er nicht abgeschmolzen, dass ich sie geschlachtet habe und da jetzt irgendwas im Motor liegt. Aber der Motor läuft super. Deswegen möchte ich noch mal eine rausnehmen. Einmal kurz ein bisschen aufräumen hier. Und dann schrauben wir so ein Ding mal raus. Ich bin gespannt, wie sie aussehen. Weil ich habe die halt ohne Vorwiderstand geglüht. Und das wirklich sehr lange. Nicht, dass sie abgetropft sind. Gucken wir gleich rein. So. Dann wollen wir mal eine Kerze rausnehmen. Eine Glühkerze. Hier kurz mal Stativ auf Höhe bringen. Dass sie da nicht auf dem Boden rumkreucht. So. Dann nehmen wir mal erstmal eine raus. Ich drehe die auch mit der Hand wieder rein. So. Damit wir da keinen Dreck reinkriegen. Was haben wir denn hier? 8. Das sieht auch gut aus. Kann man als fertigen Satz kaufen. Bieten sie alle an. Ah, Leute, wisst ihr was? Ich hole euch mal ein Stück zurück. Ich glaube, das ist angenehmer. Ob ich jetzt hier eine kleine Mutter losdrehe oder einen Hamburg-Captain-Spaten um. Wie gesagt, Kerzen, Schnellstart gibt es überall zu kaufen. Im AZ, ich weiß nicht, ab 70 Euro oder was. Im Deutz habe ich eine Bosch drinne. Ich muss mal gucken, ob die gleich sind. Jetzt habe ich natürlich keinen Bock, die aus dem Deutz auszubauen, was unten die Länge angeht. Die waren noch gar nicht so teuer. Ich glaube, die Bosch einzeln, ich glaube 17 Euro oder was. Ich muss sie gucken. So, und die Kabel, die dazwischen sind, das ist ja nur kein Hexenwerk, ne? Da vernünftige Leitung zu nehmen, ja, so eine kleine Ösen darauf zu krimpen. Das ist ja keine große Kunst. Guck mal, hier ist sogar die Keramik noch heile. Sehr gut. So, dann haben wir hier den Draht, der die verbindet. Jetzt brauche ich einen passenden Schlüssel, der, weiß ich gar nicht, 19? Ist das 19? Ich hole mal kurz eine Nuss. Aha. Aha, ich glaube 21 war gar nicht so verkehrt, wa? Nicht so ganz ideal, aber mal gucken, wie sie aussehen. Wie gesagt, ohne Vorwiderstand geglüht, hatte ich mir auch gar keine Platte drum gemacht. Überhaupt nicht.
Beim ersten Mal ging das ja auch alles ganz toll, beim zweiten Mal super schlecht. Ja, keine Platte drum gemacht. Da. Und durch sowas kann man es auch mal ganz schnell versauen, ne? Ja, guck mal. Ja, so, das ist doch top. Na, hier ist so eine alte Glühwendel drin. So. Oh, Ablagerung, ey. Ablagerung, Ablagerung. Und das nicht zu knapp. Wahnsinn. Ihr seht gar nichts, oder? Kann ich das so reinzoomen? Also bevor ich den da reinstecke, halte ich da mal kurz den Staubsauger ran. Das wäre blöd, wenn das da reinfällt. Ja. Ausgesaugt ist. So. Ist ja echt brauchbar aus, ne? Also ich glaube, mit dem Motor habe ich Glück, glaube ich. Also, also dieser Motor hier, AT-Maschine von 64, steht jedenfalls vorne drauf, lief super, Drehzahl freudig, Öldruck war gut. Also ich glaube, das Ding hier, das ist mit Glück der Hoffnungsschimmer. Also selbst so ein OM636 hier, auch wenn das Ding überall verbaut war, teuer sind sie geworden. Also wirklich teuer. Also für das Geld kriegst du einen 352er Block. Vierzylinder, Schüttware. Kostet richtig Geld mittlerweile. eBay Kleinanzeigen, lauffähige. Wo mir so denkst, wofür? Warum? Auch die Dinger zu überholen, ne? Da kannst du richtig Geld reinwechseln. Also richtig reinbuttern. Tja, nee, Motor habe ich Glück. Motor werde ich nur das Nötigste machen. Wirklich nur sauber machen, abdichten, wo er ölt. Ölwanne vielleicht mal runter und so. Oder irgendwo, wo er sifft, da muss ich mal gucken, wo er tropft. Ansonsten Motor wird eine schnelle Nummer. Und ich hoffe günstig. Na? Also man kann da nicht überall die Kohle reinknüppeln. Ebenso hier vorne in den Akschenkeln. Auch das. Da bin ich sehr zuversichtlich, da ist kein Spiel drin. Ja, man muss auch mal ein bisschen Glück haben, ne? Man muss auch mal ein bisschen Glück haben. Ja. Ja. Schön. Haben wir's. Ich glaube, für heute ist okay. Für heute ist gut. Zerlegt, ist runter. Jetzt bauen wir sie zurück. Und das im Januar 24. Ich bin eigentlich nur 2 Wochen übers Ziel. Top. Alles schön. Ist wirklich schön. Sonst habe ich auch nicht allzu viel. Und nö, den Rest gibt es am Tüdelmittwoch, Leute. Dafür ist der Tüdelmittwoch da. Samstags ist Technik und Metall. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne unten die Abonnieren-Taste drücken. Und wir sehen uns am Mittwoch, Leute. Tschüssi.